Willkommen also hier im nächsten und vielleicht spannendsten Video dieser Serie bisher. Es soll gehen um die Inbetriebnahme des Antriebs, den man hier hinter mir sehen kann. In vorangegangenen Videos hatte ich ja schon erläutert, warum ich mich für diesen Antrieb hier entschieden habe, warum ich den vorangegangenen eben ausgetauscht habe. Ich hatte etwas Eindrücke der Installation eben mit euch geteilt und jetzt soll es wirklich darum gehen, das Ganze in Betrieb zu nehmen. Ich hatte eben vielleicht zur Ausgangslage nochmal kurz, der Antrieb befindet sich hier nach wie vor eben noch nicht im Strom. Und die anderen beiden Kabel, das ist jetzt eben ein Provisorium für die Lichtschranke, die ich auch installiert hatte. Also die besteht ja aus einer Sende- und einer Empfangseinheit, die sich eben in Tornähe befinden und einfach dafür sorgen sollen, dass das Tor auch automatisch zugefahren werden kann. Und im Fall einer Hinderniserkennung, wenn da jetzt eben etwas im Weg sein sollte, wird dieser Vorgang eben unterbrochen. Und das ist einfach eine Voraussetzung, um diese Funktion nutzen zu können. Schauen wir uns aber gleich am Gerät selber an. Das müssen wir nämlich jetzt entsprechend programmieren und durch das Menü da hangeln. Und ja, das soll jetzt eben in diesem Video vorgestellt werden. Vielleicht vorab nochmal so ein paar Informationen zu der Menüführung, denn das werdet ihr gleich sehen, ist wirklich sehr archaisch. Also das ist wirklich hier 70er, 80er, 90er Style. Man muss sich dadurch irgendein Menü drücken mit Zahlen. Und was die Zahlen in dem jeweiligen Kontext bedeuten, das ist einem gar nicht klar. Das ist sehr unintuitiv und das lässt sich nur durch wirklich Datenblätter bzw. halt das Handbuch lösen. Hier hat man eben das aufgeteilt in zwei Teile. Es gibt eine Anleitung für die Montage, Betrieb und Wartung. Also das ist wirklich die Installationsanleitung. Und hier im hinteren Bereich findet man eben auch die verschiedensten Details, wie man Lernfahrten durchführt, wie man die Parameter verändern kann, zumindest die öffentlich zugänglichen Parameter. Es gibt nämlich ein sogenanntes verstecktes oder erweitertes Menü. Ich glaube, Menü 38 nennt sich das bei Hörmann. Und da ist einfach das Problem, dass das nicht hier dokumentiert ist, sondern in einem zweiten Teil. Und der ist nicht öffentlich zugänglich. Zumindest ist das die Intention von Hörmann, des Herstellers hier eben. Mit ein bisschen Internetrecherche konnte ich jetzt zumindest mal die englische Variante davon finden. Das ist auch ganz gut zu gebrauchen. Das Englisch hier ist eigentlich ganz gut. Und wenn man des Englischen mächtig ist, dann passt das schon. Aber das ist natürlich sehr schade, dass der Hersteller hier irgendwie das aufteilt. Die Intention, die Argumentation wird natürlich sein, dass das irgendwie nur für Fachpersonal ist. Und wenn da an ein Laie hinfasst, dann sterben natürlich sofort alle. Aber das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Jeder, der das Internet bedienen kann, findet das, wie hier zu sehen ist. Und überhaupt, glaube ich, wird da kaum einer hinfassen, es sei denn, man traut sich das halt zu. Und dann muss man eben auch die Verantwortung übernehmen, wenn man was beschädigt oder wenn irgendetwas beschädigt wird, dass man dann eben selber schuld ist. Nun gut, wie gesagt, man kann es finden, aber das ist natürlich super ätzend, wenn man hier ein Gerät für viele hundert Euro kauft und dann irgendwie künstlich kastriert und beschränkt wird, weil der Hersteller davon ausgeht, dass man ein Idiot ist. Ich mag sowas nicht. Ja, ansonsten werde ich mich jetzt hier eben gleich am Handbuch eben orientieren, entlanghangeln, was die Inbetriebnahme angeht. Und was eben besonders wichtig ist, falls ihr das in irgendeiner Form hier nachmacht und irgendwie euch am Video orientieren wollt, es ist unheimlich wichtig, dass ihr mindestens mal den richtigen Tortyp wählt. Denn damit weiß der Motor einfach, um welchen Tortyp es geht. Der wird wahrscheinlich dann auch die Kräfte, die da wirken und so weiter, etwas anders gestalten. Und ja, das ist einer der ersten Einstellungen und das ist wirklich wichtig. Da müsst ihr euch vorher auch informieren, wie euer spezielles Tor heißt. Falls ihr da überhaupt gar keine Ahnung habt, dann ist hier an der Stelle definitiv nochmal Recherche notwendig, denn ansonsten kann das in die Hose gehen. Bevor es jetzt hier eben wirklich mit dem Antrieb selbst losgeht, wollte ich noch eine kurze Sache erwähnen, und zwar, dass ich nämlich auch einen solchen Handsender hier habe. Der war eben auch Teil des Lieferumfangs. Ich glaube, einer ist immer dabei. Man kann die auch zusätzlich noch bestellen. Und auch darum wird es im Folgenden gehen, denn ein Teil der Menüs, da geht es eben darum, dass man die Funkfernbedienung einlernt und den Handsender eben einlernt. Man kann da verschiedene Funktionen einprogrammieren. Und nur der Vollständigkeit halber, wenn das im Bild nicht zu sehen sein sollte, denn es wird gleich schwierig werden, alles gleichzeitig zu zeigen, dann werde ich es zumindest beschreiben. Und diese Funkfernbedienung hat er eben mindestens mal diese vier Knöpfe, damit eben vier Funktionen, wenn man nichts doppelt belegt. Und ja, da könnte es eben auch gleich im Folgenden darum gehen, wie man die eben einprogrammiert. Hier zu sehen ist jetzt eben die Rückseite des Geräts mit vier Tasten insgesamt. Also es gibt eine runter, eine hoch, eine Programmiertaste und eine Bluetooth-Taste. Da kann man auch irgendwie nochmal eine externe Bluetooth-Antenne anschließen, sofern man den Empfang oder so Bluetooth-technisch erweitern, verbessern will. Und hier oben befindet sich ein Display. Da können eben zweistellige Zahlen angezeigt werden, beziehungsweise eben auch Buchstaben, die sich über so eine
7-Segment-Anzeige anzeigen lassen. Und auch hier nochmal der Hinweis, es ist unheimlich wichtig, ins Handbuch zu schauen, damit man einfach weiß, was die Zahlen hier oben im Display gleich bedeuten werden. Denn wenn wir den jetzt in Strom stecken, gerade bei der ersten Inbetriebnahme, verhält er sich nochmal anders, als er sich später verhalten wird. Insofern nämlich, dass er abfragen möchte und abfragen muss, um welchen Tortyp es sich hier handelt. Und er wird eben auch noch andere Einstellungen anzeigen und auch die Möglichkeit uns geben, den Handsender anzulernen. Insofern, wie gesagt, Handbuch ist an der Stelle wichtig. Wir stecken den Antrieb jetzt einfach mal in den Strom und laut Handbuch müsste er jetzt hier irgendwie eine 88 oder so erscheinen. Also es sollte zunächst einmal das Licht angehen, das ist jetzt hier auch der Fall. Und es zeigt jetzt hier ein U an, das leuchtet auch dauerhaft und jetzt kann man eben über die Hoch- und Runter-Taste den Tortyp auswählen. In meinem Fall, ich brauche hier Tortyp 1 mit dem Punkt unten, bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, was dieser bedeutet. Und durch den Druck auf die Programmiertaste bestätige ich diese Eingabe, komme in den nächsten Schritt, nämlich die Lernfahrten. Dafür steht das L wohl. Und an der Stelle ist es zum einen wichtig, dass der Führungsschlitten eingekuppelt ist. Das heißt, wenn man das vorher händisch bedient hat, nochmal überprüfen, ob das Ganze eben eingekuppelt ist. Ansonsten fährt er jetzt hier gleich im Kreis und nimmt den Führungsschlitten nicht mit. Und der Sinn dieser Lernfahrten ist einfach, die Endlagen kennenzulernen. Der fährt jetzt gegen die Endlage, weiß dann an der Stelle einfach, wo das Tor offen ist, wo das Tor zu ist und wird dann also in nachfolgenden Fahrten an der Stelle immer abbremsen und kann eben dann auch berechnen die Zwischenstände und so weiter. Also das ist einfach wichtig, damit dass der Motor weiß, wo ist die Endlage auf, wo ist die Endlage zu. Daher auch wichtig, diese Bleche da montiert zu haben, ordentlich angezogen zu haben. Und wir starten das Ganze jetzt einfach mal. Wie gesagt, es wird drei solche Fahrten geben. Da schauen wir uns einfach das Ganze mal an. Also mit der Taste hoch startet man das Ganze und man kann sehen, das Tor bewegt sich nach oben. Das ist jetzt wohl auch keine ganz hohe Geschwindigkeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das später sich auch schneller einstellen lässt. Aber der muss natürlich jetzt vorsichtig sein, da er nicht weiß, wo das Ende ist und wann er das Ende erreicht. Und das Ende hat er jetzt an der Stelle erreicht. Und jetzt fährt er automatisch auch wieder herunter. Auch hier sollte er dann gegen den Stopper vorne fahren. Und dann kennt er die Lagen schon und wiederholt das Ganze aber noch zwei weitere Male. Und man kann jetzt sehen, bei dieser Fahrt, da ist das Ganze schon etwas schneller. Und er bremst kurz vor der Endlage ab, einfach weil er weiß, hey, hier geht es nicht weiter. So, das war jetzt die zweite Fahrt. Jetzt müsste noch eine dritte Fahrt folgen und das ist auch der Fall. Und jetzt geht es zum dritten Mal zu. Und laut Handbuch wird er jetzt auch bei der dritten Fahrt, also nach der dritten Fahrt, noch einmal auffahren. Auch das sollte jetzt demnächst passieren. Genau. Und jetzt zeigt euch hier eine Zahl an, die 02, und die deutet darauf hin, dass die Kräfteverhältnisse optimal sind. Also das Handbuch sagt, 0 bis 2 sind optimale Kraftverhältnisse, 3 bis 9 wären schlechte Kraftverhältnisse. Ich konnte hören, dass es an der einen oder anderen Stelle knarzt. Das ist bei so einem breiten Tor aber auch gar nicht so einfach, das ganz perfekt einzustellen. Ich bin mit der 2 an der Stelle erstmal zufrieden und belasse es dabei. Und bin jetzt bei der Möglichkeit, es blinkt die 11. Hier kann ich jetzt, also sofern ich möchte, einen Handsender anlernen. Den habe ich zwar, möchte ich aber jetzt an der Stelle gar nicht tun, sondern ich möchte das abbrechen und dafür muss ich jetzt die Programmiertaste drücken oder 25 Sekunden keine Eingabe machen. Ich probiere einfach mal mein Glück, drücke die Programmiertaste, die 11 blinkt. Dann muss ich nochmal die Programmiertaste drücken.
Und wenn die Anzeige blinkt, ich muss hier jetzt auf die 0 kommen und bei der 0 die Programmiertaste drücken. Jetzt bin ich eben aus diesem Inbetriebnahmemodus heraus. Dieser Strich hier oben heißt, das Tor ist offen. Ich kann das Tor jetzt nochmal nach unten verfahren zum Beispiel. Man kann auch sehen, beziehungsweise vielleicht in der Kamera nicht so gut, das Licht läuft jetzt hier so etwas mit. Das ist ein ganz netter Effekt. Ich glaube, auch den kann man einstellen. So, damit ist das Tor jetzt verriegelt. Das wird auch hier jetzt angezeigt. Und damit ist jetzt die Inbetriebnahme erst einmal abgeschlossen. Und ich habe jetzt eben die Möglichkeit, ganz viele andere Eigenschaften noch hier zu verändern des Motors. Aber der Motor kennt jetzt zumindest mal die Endlagen und kann eben über diese beiden Tasten bedient werden. Ich werde jetzt eben in weiteren Schritten noch mich um das Anlernen des Handsenders kümmern und auch die Lichtschranke noch irgendwie hier mit integrieren, beziehungsweise einfach mal durch die Menüs gehen und das entsprechend hier einstellen. Ich denke aber, das ist nicht so interessant, denn ja, die Schritte sind ganz ähnlich zu denen, die wir auch jetzt schon getan haben. Und das ist jetzt einfach so ein bisschen abhängig davon, sehr individuell abhängig davon, was man überhaupt möchte. Und ich werde mich dann vielleicht nochmal melden, wenn ich mit der Parametrierung hier soweit fertig bin. Genau, so viel also zur ersten Inbetriebnahme des Antriebs. Das Tor kann jetzt eben auf- und zugefahren werden, das ist schon mal gut. Ich werde jetzt in weiteren Schritten noch den Handsender anlernen und mich hier eben durch die Menüs kämpfen und einfach mal gucken, was ich hier jetzt noch einstellen möchte. Ihr konntet ja sehen, im Prinzip ist das alles nicht schwierig. Man muss halt einfach diese Zahlen zu interpretieren wissen und dafür braucht man einfach das Handbuch. Im Handbuch gibt es auch hinten eine Tabelle, wo wirklich aufgeschlüsselt ist, welches Menü was tut. Nur, das ist halt ein bisschen zeitaufwendig. Man muss erstmal lesen, was man für Einstellungen vornehmen kann, welche Optionen da für interessant sind und diese dann einstellen. Das mache ich jetzt einfach abseits der Kamera. Das ist zeitaufwendig genug bereits. Und ich nehme euch dann wieder mit beim nächsten Schritt, nämlich der Anbindung an KNX. Dafür gibt es nämlich so eine KNX-Schnittstelle. Die kann ich auch hier schon mal präsentieren als Teaser. Also die ist wirklich für Geräte der Serie 4 und die kann eben parallel zu den bereits verlaufenden Kabeln hier eben auch noch angeschlossen werden. Da gibt es eben so eine Klemme für genau solche Schnittstellen und dann kann ich eben den Antrieb auch KNX-seitig steuern. Dafür brauche ich überhaupt aber erstmal mein KNX-System. Das ist auch noch nicht so ganz fertig aufgebaut. Insofern ist das eben auch noch Zukunftsmusik. Das Interface habe ich aber schon mal hier. Werde ich mir auch schon mal abseits so ein bisschen vorbereitend anschauen, was es da für Optionen und so weiter gibt. Und da nehme ich euch aber dann sicherlich wieder mit bei einem der folgenden Videos. Bis dahin hoffe ich auch, euch mit meinen anderen Videos hier unterhalten zu können und dann sehen wir uns hoffentlich bald schon wieder. Bis dann!